Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Wettervideo auf Amperwetter. Ja, das heutige Thema wird sein, wie der Sommer 2022 so war. Ja, dazu schauen wir uns dann noch einige Grafiken an und dann erkläre ich euch auch noch etwas dazu. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video und da auch einiges an Arbeit drin steckt oder auch drin gesteckt hat, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Ja, so, das ist die durchschnittliche Mitteltemperatur von allen Sommerjahren seit der Wetteraufzeichnung 1880. Als Sommermonate zählt der Juni, Juli und der August. Es wird also von den drei Monaten die Durchschnittstemperatur berechnet. Ja, und das sind auch die offiziellen Daten vom DWD, also sprich vom Deutschen Wetterdienst. Die dicke dunkle Linie, diese habe ich für euch zusätzlich eingezeichnet, das ist der Durchschnitt. Man sieht deutlich, dass dieser Durchschnitt einen deutlichen Aufwärtstrend zeigt. Seit 1980 geht es immer weiter nach oben. Ja, und da sieht man deutlich, dass die Erderwärmung tatsächlich stattfindet. Früher gab es zwar auch immer wieder warme Sommerjahre, aber die Häufigkeit nimmt seit den letzten 40 Jahren deutlich zu. Innerhalb der letzten 20 Jahren gab es gleich 4 extreme Ausreißer nach oben. Doch war das Jahr 2020 wirklich einer der wärmsten Sommer? Nein. Auf dem ersten Platz landet der Sommer 2003. Ja, ihr wisst ja alle, das war der sogenannte Jahrhundertsommer mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad. Ja, und 2018 landet auf dem zweiten Platz mit 19,3 Grad und das Jahr 2022 teilt sich den dritten Platz mit dem Sommer von 2019 bei einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad. Ja, und somit ist der Sommer 2022 unter den Top 5 wärmsten Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Den vierten Platz macht der Sommer 1947 mit 18,5 Grad. Ja, und hier sieht man auch, ja, es gab auch früher den ein oder anderen warmen Sommer, ist ja klar. Aber die Sommer danach waren deutlich kühler und es gab so gut wie keinen Ausreißer mehr. Hier sind wir wieder bei dem Thema Häufigkeit. Auf dem fünften Platz dann wieder ein 2010er, und zwar der Sommer 2015 mit 18,4 Grad im Schnitt. Nachdem der Sommer 1947 ja sehr warm war, gab es 9 Jahre später, und zwar im Jahr 1956, einen sehr kalten Sommer. Das war einer der kältesten Sommer seit der Wetteraufzeichnung und so einen kalten Sommer wird es in Zukunft nach hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben. Denn man kann den Trend deutlich sehen, dass es weiter nach oben gehen kann und höchstwahrscheinlich auch wird, wie eine Grafiksimulation vom DWD, wie der Trend in den nächsten 20 Jahren aussehen könnte. Wie viele Sommertage gab es im Schnitt im Sommer 2022? Ja, ab etwa 25 Grad spricht man in der Meteorologie von einem Sommertag. Auch hier sieht man, dass es seit 1980 deutlich nach oben geht. Auf Platz 1 mit den meisten Sommertagen landet der Jahrhundertsommer 2003 mit 52 Tagen. Auf Platz 2 der Sommer 2018 mit 51 Tagen. Und auf dem dritten Platz der Sommer 2022 mit 50 Tagen. Auch hier wieder liegt der Sommer 2022 unter den Top 5 mit den meisten Sommertagen seit der Wetteraufzeichnung. Auf Platz 4 dann der Sommer 2019 mit 48 Sommertagen im Schnitt. Und auf Platz 5 der außergewöhnliche Sommer von 1947 mit 42 Sommertagen. Wie viele Hitzetage gab es im Schnitt im Sommer 2022? Ja, ab 30 Grad spricht man von einem Hitzetag in der Meteorologie. Und auch hier wieder deutlich zu erkennen, dass der Trend und die Häufigkeit deutlich nach oben geht seit den letzten 40 Jahren. Und wie man sieht, nahm die Häufigkeit in den letzten 30 Jahren deutlich zu. Und natürlich gab es auch früher heiße Sommermonate, das ist außer Frage. Aber innerhalb von 50 Jahren gab es da zum Beispiel höchstens 3 Ausreißer, während es seit 1990 bis heute 7 Ausreißer gab, also innerhalb von 30 Jahren. Ja, und den ersten Platz belegte der Sommer 2003 mit 18,3 Hitzetage, den zweiten Platz dann 2018 mit 18 Hitzetage. Auf dem dritten Platz das Jahr, also der Sommer 2015 mit 17 Hitzetage, auf dem vierten Platz dann das Jahr 2022, teilt sich den Platz mit 1947 mit 16,6 Hitzetage und auf dem fünften Platz dann 1994 mit 16,4 Hitzetage. Ja, und wie man auch hier in der Grafik gut erkennen kann, in den nächsten 20 Jahren geht es wohl weiter nach oben, so dass der Schnitt im Jahr 2040 wohl bei 16 Tage liegen könnte.
So, und bei dieser Grafik geht es jetzt nicht nach oben, sondern eher leicht nach unten. Das ist der bundesweite Niederschlagsdurchschnitt im Sommer. Ja, und hier wieder die dicke Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Und auch wenn das jetzt nicht ganz so extrem aussieht, aber einen leichten Trend kann man dort ebenfalls sehen, dass die Sommerjahre dann auch immer trockener werden. Dennoch landet der Sommer 1911 auf Platz 1 mit 125 Liter oder beziehungsweise nur 125 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag und ist in Sachen Kategorie trockenster Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Ja, und hier die Aufstellung auf Platz 1, wie schon soeben besprochen, 1911 mit 125 Liter, also einer der trockensten Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Dann haben wir den zweiten Platz 2018 mit 131 Liter pro Quadratmeter. Da auf dem dritten Platz dann 1904 mit gerade mal 134 Liter pro Quadratmeter. Auf dem vierten Platz 1976 mit 136 Liter. Auf dem fünften Platz dann 1983 mit 143 Liter. Und auf dem sechsten Platz, das ist dann das Jahr 2022, mit 145 Litern. 2022 zwar jetzt nicht unter den Top 5, aber eben trotzdem unter den Top 10 der trockensten Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Auf das Niederschlagsdurchschnitt im ganzen Jahr gesehen war jetzt das Jahr 2022 allerdings das trockenste Jahr seit der Wetteraufzeichnung. Es fehlen aktuell noch im Schnitt über 310 Liter. Aber was ich dazu noch betonen muss, wir haben noch 3,5 Monate Zeit. Vielleicht wird ja der Winter sehr nass. Da müssen wir halt eben noch abwarten. Ja, und zu guter Letzt dann noch die Summe der Sonnenscheindauer vom Sommer. Ja, und tada, hier liegt der Sommer 2022 dann tatsächlich auf Platz 1 mit 814 Sonnenstunden. Dicht gefolgt auf Platz 2 der Sommer 1947 mit 813 Stunden. Auf dem dritten Platz dann der Jahrhundertsommer 2003 mit 791 Sonnenstunden. Ja, und jetzt noch kurz zusammengefasst. Der Sommer 2020 brachte uns viel Sonnenschein und oftmals auch sommerliche Temperaturen. Niederschlag viel zu wenig. Ja, und der Sommer 2022 landet unter den Top 5 in der Kategorie wärmster und trockenster Sommer seit der Wetteraufzeichnung. So, und das war's jetzt von mir und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war interessant und ich danke auch nochmal an all meinen treuen Leser und für das ständig positive Feedback. Das freut mich natürlich immer sehr und ja, bis dann, euer Wetterfrosch Marcel vom Amperwetter.